Nur mit der Seilbahn erreicht man den Gipfel des Geislach-Kugels. Dort entdeckte James Bond im Film Spectre nach einer Odyssee durch die ganze Welt endlich seine wichtige Informantin Madeleine Swann. Neben dem Restaurant Ice Q, im Film Schauplatz der Hoffler Klinik, befindet sich das neue Museum 007 Elements. Hollywood-Set-Designer Tino Schädler hat das Ausstellungskonzept realisiert, unterstützt von Neil Callow, Art Director mehrerer Bond-Filme. Wir wollten eine emotionale Erfahrung für alle Sinne schaffen, damit man die Welt von James Bond physisch erfährt. Es ist kein traditionelles Museum, in das man geht, um Dinge anzuschauen. Wir wollen viel mehr Erfahrungen bieten. Schließlich hatten wir hier die Gelegenheit, Raum und Inhalt gleichzeitig zu entwickeln. Schon im Eingangsbereich werden die Besucher von dramatischen Filminstallationen empfangen. Ein Spiegelkabinett zeigt Sequenzen aus allen bisherigen Bond-Filmen. Die Abenteuer des britischen Agenten sollen hier unter die Haut gehen. Anstatt den Film einfach nur anzuschauen, indem man nur auf die Leinwand blickt, ist man hier mittendrin. Denn auf der einen Leinwand passiert etwas, auf der gegenüber wieder etwas ganz anderes. Man wird irgendwie mitgerissen, ist mit dem ganzen Körper dabei. Immer wieder führt der Rundgang ins Freie. Die Ötztaler Alpen sind Bestandteil des Ausstellungskonzepts. Dafür hat Johann Obermoser gesorgt. Der Architekt ist für das Gebäude verantwortlich. Das Zusammenspiel von außen und innen war für ihn zentral. Wichtig war, dass wir die Drehorte einfangen. Das heißt, dass man dieses Spiel virtual, real spielen kann. Diese Elemente waren uns unheimlich wichtig und das hat eigentlich den Entwurf von Anfang an geprägt. Durch Glasfenster fällt der Blick auf die Gletscherstraße. Hier wurde eine der spannendsten Verfolgungsjagden in der mehr als 50-jährigen Geschichte des Agenten-Thrillers gedreht. James Bond verfolgt in Spectre seine Widersacher mit einem Propellerflugzeug über die Berghänge des österreichischen Sölden. Und landet am Schluss in einer Scheune. Die Reste des Flugzeugs stehen jetzt in der Ausstellung. Um die Waffen, mit denen Bond seine Gegner niederstreckt, kümmert sich Mac Simmons. Die Archivarin der Bond-Produktion ist auch für die Requisiten zuständig. Seit fast 30 Jahren arbeitet sie am Erfolgsrezept des Mythos James Bond mit. Wir wollen die Zuschauer an Orte mitnehmen, an denen sie noch nie gewesen sind, ihnen neue Technologien und Abenteuer zeigen, die sie im Alltag nie erleben würden. In virtuellen und interaktiven Installationen lässt sich die Entstehung der einzelnen Drehsequenzen nachvollziehen. Die Besucher können sich auch eine eigene Agentenidentität zulegen. Dafür müssen sie sich von einem Hightech-Roboter scannen lassen. Wichtig ist, dass wir Emotionen wecken. Es ist wie im Film. Das Ganze folgt einem Handlungsstrang. Da gibt es unheimlich intensive Momente, die einen mitreißen. Und dann folgen wieder Passagen zum Entspannen. Zum Schluss des Rundgangs können sich die Zuschauer noch einmal die Highlights der in Sölden gedrehten Bond-Szenen anschauen, bevor sie dann endlich durchatmen können. Einer der ersten Besucher ist Willy Bogner. Er hat seine Karriere als Filmemacher mit der Kameraarbeit für James-Bond-Filme begonnen. Ja, also man merkt es hier schon, das hat schon so ein bisschen Bond-Charakter. Ja. Das ist schon ein bisschen außergewöhnlich und ein bisschen beängstigend auch. Ja. Man weiß nicht so genau, was wo ist und Wetter und wie komme ich runter. Ja. Geht die Seilbahn noch? Und selbst wenn mit der Talfahrt alles klappt, in der Gondel kommen sofort wieder Erinnerungen hoch. An die Szene aus Spectre, als Schurken versuchen, den jungen Computertüftler Q zu überwältigen. James Bond hat den Geislach-Kugel in Sölden erobert und sorgt dort oben nun dauerhaft für abenteuerliche Gefühle.
Mhm.